Warum bin ich immer so müde? Julia ist in letzter Zeit auch oft so blass. Aua! Und meine Beine tun so weh. Das kommt wahrscheinlich vom Wachsen. Und sie hat auch immer so einen großen Bauch. Ich glaube, es ist besser, wir gehen zum Arzt. Beim Arzt wird Julia erst einmal Blut abgenommen. Beim Ultraschall erkennt der Arzt, dass nicht nur der Bauch, sondern auch die Milz und die Leber vergrößert sind. Außerdem sieht er viele blaue Flecken auf Julias Körper. Und nach weiteren Untersuchungen gibt es endlich eine Diagnose. Julia, du leidest unter einer Erkrankung, die Morbus Gaucher heißt. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, die du von deinen Eltern vererbt bekommen hast. Bei dir funktioniert das Enzym Glucocerebrosidase nicht richtig. Muss ich jetzt sterben? Aber nein. Es gibt drei verschiedene Typen von Morbus Gaucher. Du hast den Typ 1, der sich zum Glück sehr gut behandeln lässt. Deine Krankheit ist zwar chronisch und sie wird dich dein ganzes Leben begleiten, aber ich gebe dir ein Medikament, das du alle 2 Wochen als Infusion bekommst. Ich habe aber Angst vor Nadeln. Keine Sorge, du kannst die Infusion bei dir zu Hause bekommen und du kannst sogar eine Freundin oder einen Freund einladen. Zum Glück ist das alles gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich einfach einen neuen Freund bekommen, der Gauchi heißt und mich immer begleitet. Das ist schon ziemlich cool. Und ich bin jetzt in einem coolen Verein mit anderen Morbus Gaucher-Patienten. Da treffen wir uns einmal im Jahr und machen gemeinsam tolle Ausflüge. Ich muss nur einmal im Jahr eine Untersuchung machen, um zu überprüfen, ob das Medikament immer noch so gut wirkt. Aber da freue ich mich fast schon drauf. Denn hinterher gibt's zur Belohnung eine große Portion Eis.